Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und der Stein der Weisen für den Game Boy Advance. Da muss ich an dieser Stelle mich gleich mal entschuldigen, ich habe das nämlich 3 Folgen lang falsch gesagt. Ich habe immer gesagt Game Boy Advanced. Und es ist kein D am Ende, es heißt nur Game Boy Advance. Tut mir leid, das war einfach falsch in mir drin. So, wir sollen Quidditch spielen und ich habe das, beziehungsweise Flugunterricht nehmen. Und ich habe die Stelle noch nicht gefunden, an der das geht. Allerdings habe ich da tatsächlich mal kurz in ein Video reingeguckt, weil ich jetzt nicht ewig rumirren wollte. Hier müssen wir hin. Du bist zu spät, Potter. Neville Longbottom hat sich das Handgelenk gebrochen. Ich bringe ihn in den Krankenflügel. Zu Madame Pomfrey. Ich bin gleich zurück. In der Zwischenzeit möchte ich nicht, dass jemand von euch auf den Besen steigt. Wir haben also schon wieder das Wichtigste verpasst. Draco, hast du Longbottoms dummes Gesicht gesehen? Wäh, was für ein Riesenbaby. Ist das Neville's? Erinner mich, Malfoy. Ja, was ist damit? Gib es zurück, es gehört dir nicht. Ich glaube, ich bringe es irgendwo hin, wo Longbottom, das Riesenbaby, es sich dann selbst holen muss. Wie wäre es zum Beispiel auf einem Baum? Komm und hol es dir doch, Potter. Ja, das war ja klar. Du bist auf deinem Besen, habe ich auch gemerkt, ja? Drücke den A-Knopf, um schneller zu werden, und lasse ihn los, um abzubremsen. Wenn du durch die Funken fliegst, erhältst du einen Geschwindigkeitsboost, um Draco zu fangen. Wenn du mit ihm gleich auf bist, drücke entweder den A- oder B-Knopf, um an das Erinnern mich zu kommen. Klingt relativ simpel. Ah, okay. Ach du Scheiße, okay. Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, das könnte schwierig werden. Ich bin viel zu weit weg. Nee, da ist er. Da ist er. Okay. Oh Mann. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hab's ein bisschen. Ja. Da braucht man einfach ein bisschen Übung. Tut mir leid, die habe ich nicht. Ja, ich weiß prinzipiell, wie es funktioniert. Aber, oh Gott. Gerade eben ging es einen Moment lang noch relativ gut, aber jetzt dann nicht mehr so sehr. Ich war jetzt gerade fast dran, verdammt. Von der Steuerung her erinnert mich das ein bisschen an Micro Machines für den Sega Saturn. Nett, dass er wartet. Eigentlich nicht wirklich schwer, aber es ist überhaupt nicht die Art von Steuerung, die ich mag. Ich weiß, ich habe da noch andere Einstellungsmöglichkeiten. Aber okay, es geht zumindest nicht auf Zeit. Also ich muss ihn halt irgendwann mal kriegen. Oh Gott. Ja, wenn ich so offenes Gelände habe, ist es einfacher, ehrlich gesagt. Ja, tut mir leid, ich weiß, ich bin da furchtbar schlecht, aber es ist echt nicht meine Art von Steuerung. Das Problem ist nämlich, jetzt. Oh, okay. Das Problem ist nämlich, es ist ein Unterschied, steuere ich aus Harrys Sichtweise oder steuere ich einfach in der Draufsicht oben und links rechts. Und ich bin Ersteres gewohnt und Letzteres war gefordert. Du hast Neville's Erinner mich zurückerobert. Draco und seine großkreuzigen Kumpel werden zweimal nachdenken, bevor sie es mit dir aufnehmen. Oh Gott, ich freue mich jetzt schon auf das Quidditch-Spiel. Harry Potter, wie kannst du es wagen? Du hättest dir das Genick brechen können. Aber Malfoy, Potter, du bist eindeutig ein Naturtalent im Fliegen. Ich würde dich gerne als Sucher in das Quidditch-Team von Gryffindor aufnehmen. Großartig. Was ist denn ein Sucher? Das wirst du später erfahren. Es wird bald dunkel. Geh jetzt besser schnell zum Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Oh Gott sei Dank, ich habe das Flugtraining geschafft.
Bevor wir in diese Richtung gehen, da warten nämlich schon ein paar Slytherins, möchte ich mich gern hier umsehen, aber da gibt's wohl nichts. Nö. Toll, jetzt habe ich das erste übersprungen, tut mir leid. Jetzt, wo du wieder auf dem Boden bist und deine kleinen Freunde bei dir sind, fühlst du dich stark, nicht wahr? Mit dir würde ich es jederzeit allein aufnehmen. Heute Nacht, wenn du willst. Zaubererduell. Nur Zauberstäbe. Wir treffen uns im Pokalzimmer im dritten Stock. Ich werde kommen. Das will ich hoffen. Eventuell dürfen wir hier nochmal das Flugtraining machen. Ich möchte das aber nicht, ehrlich gesagt. Wir gucken mal eben, was das Spiel jetzt von uns will. Treffe Hermine im Gemeinschaftsraum im siebten Stock. Okay. Dann kommen wir jetzt endlich auch mal in die höheren Stockwerke der Schule. Vielleicht können wir da noch irgendwas Neues entdecken. Gut gemacht, Harry. Du hast diesen eingebildeten Malfoy gezeigt, wie man fliegt. Ich habe von dem Duell gehört. Ich werde dein Sekundant sein. Lass uns jetzt besser in den siebten Stock gehen, in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Ja. Wir machen das mal. Und ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es in diesem Spiel keine Abkürzungen gibt oder so. Ich weiß es nicht. Also bis zum dritten Stock haben wir uns jetzt schon umgesehen. Oh, wir speichern das natürlich erstmal ab hier. Ja. Ich sehe nämlich gerade, wir haben anscheinend schon länger nicht mehr gespeichert. Okay. Ich sag mal, bis zum dritten Stock haben wir uns ja, wie gesagt, schon ein bisschen umgeguckt. Aber das ist der zweite, okay. Weiter noch nicht und das möchte ich auf jeden Fall noch nachholen. So, dritter Stock. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier schon alles gesehen haben. Wir hatten ja hier Verteidigung gegen die dunklen Künste, genau. Da ist jetzt übrigens geschlossen. Okay, man kann natürlich jetzt nochmal nachschauen, ob die anderen Räume, die bisher verschlossen waren, ob sich da mittlerweile was geöffnet hat, wie zum Beispiel die Bibliothek. Aber ich habe in den Kritiken schon so ein bisschen gelesen oder beziehungsweise die Leute haben durchblicken lassen. Da ist nicht viel mit erkunden. Das Spiel, das will schon, dass man da relativ gerade der Rahmenhandlung folgt, ohne da groß eigene Erkundigungen anzustellen. Was ist hier eigentlich? Ach, hier ist das Pokalzimmer. Gut, das müssen wir uns natürlich für das Duell um Mitternacht merken. Ja gut, da ist echt nicht viel, ne? Hallo Harry, Fred und George haben mir von einer geheimen Treppe erzählt, die zum siebten Stock führt. Sie befindet sich hinter einem außergewöhnlichen Bücherschrank. Du musst diesen Schrank suchen und ihn dann öffnen. Lass uns gehen. Okay. Also gibt es doch einen Geheimgang. Soll heißen, wir kriegen wahrscheinlich die anderen Stockwerke gar nicht zu sehen, sondern sollen immer den Geheimgang nehmen. Ich weiß es nicht. Erstmal schauen wir hier. Da ist nichts. Wenn Ron schon so dasteht, ne? Ja. Okay, da ist er. Aber heißt es jetzt tatsächlich, ich darf noch hier lang? Ich bin noch jetzt im vierten Stock. Entschuldigung, ich muss jetzt gerade nochmal gucken. Vierter Stock. Ja. Eigentlich sieht der vierte Stock so aus, als wäre da einiges zu holen, aber diese Treppe darf zurzeit nicht benutzt werden. Im Studierzimmer der Muggel treibt ein Ghoul sein Unwesen. Du musst einen anderen Weg finden. Das heißt, ich darf die Schule gar nicht weiter untersuchen. Okay, gut. Dann benutzen wir den Geheimgang. Hallo Harry, tut mir leid, aber das Passwort für den Gemeinschaftsraum hat sich geändert. Kennst du das neue Passwort? Nein. Dann kannst du ja froh sein, dass du mich hast. Komm mit. Ich bin unglaublich froh, dass ich dich habe, Hermine. Und ich kann es nicht lassen, die Bilder hier nochmal anzugucken. Okay, das Gemälde haben sie ziemlich geil hingekriegt. Ach, dann sind es andere vielleicht auch gar nicht Spiegel, die überall rumhängen, sondern einfach nur leere Gemälde. Schweineschnauze. Okay. Es tut mir leid, ich muss hier einfach auch mal ein paar Sachen untersuchen, aber da kommt überall nichts bei raus, ne?
hier im Gemeinschaftsraum. Ich vermute mal, dass ich auch hier nichts einsammeln oder untersuchen kann. Ich kann auch nicht mal hier die Treppen hochgehen. Na gut. Hallo Hermine, ich habe mich gerade gefragt. Du hast dich gefragt, wer für die Registrierung der Werwölfe im Jahr 1947 verantwortlich war. Nein. Nicht ganz. Du hast dich gefragt, wer im 14. Jahrhundert der Vorsitzende des Zaubererrats war. Das habe ich übrigens alles mal bewusst, ne? Aber okay. Nein, Hermine, ich habe mich gefragt, ob du vielleicht einen Zauberspruch kennst, mit dem man verschlossene Türen öffnen kann. Nun, wenn ich einmal in eine solche Situation kommen sollte, dann kenne ich auch einen. Es funktioniert mit dem Alohomora. Willst du, dass ich ihn dir beibringe? Ja, bitte. Dann kann's ja losgehen. Um Alohomora zu lernen, musst du Hermines Zauberstabbewegungen folgen. Ja, das kennen wir ja schon. Drücke das Steuerkreuz, blablabla. Genau. Okay, dann muss ich mich jetzt wieder kurz konzentrieren, damit ich da nichts falsch mache. Oben, links, oben. Puh, geschafft. Sogar ich selbst hätte es fast nicht besser machen können. Hier ist eine Kürbispastete für dich. Ja, wir haben Alohomora gelernt. Versprich mir nur, dass du den Alohomora nicht verwendest, um nachts durch das Gebäude zu schleichen. Natürlich. Hermine, ich versprich es mir, Harry. Okay, ich verspreche es. Gut, das hätten wir dann soweit geklärt. Ron ist inzwischen auch eingetroffen. Okay. Es ist fast Mitternacht, Harry. Zeit für dein Zaubererduell mit Malfoy. Ich denke gerade nach, Ron. Ich glaube, ich sollte allein ins Pokalzimmer gehen. Malfoy könnte sonst denken, ich hätte Angst vor ihm. Bist du sicher? Ja, ich bin mir sicher. Na gut, dann, Harry. Viel Glück. Danke, Ron. Also gut, wir nehmen Ron nicht mit. Warum auch immer. Was ist das denn? Moment. Du beherrschst jetzt den Alohomora-Zauber. Mit diesem Zauber kannst du Schatztruhen und Türen öffnen, die mit Schlüssellöchern versehen sind. Der Alohomora wird durch ein Schlüssel-Icon dargestellt. Drücke die R-Taste, um durch die Zauberer-Icons zu schalten. Sie werden in der oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Das Icon, das du auf dem Bildschirm siehst, steht für den Zauber, den du derzeit ausgewählt hast. Gerade gucken. Hier. Ich musste gerade schauen, ich spiele das Ganze ja mit Tastatur, welchen Knopf ich mit der R-Taste belegt habe. Okay. Also dann haben wir jetzt hier den Alohomora. Jetzt brauchen wir nur noch eine Truhe. Da steht jemand. Und ich habe so das Gefühl, dass ich da nicht lang sehen sollte. Hier, Moment. Okay, das hat schon mal geklappt. Dieser Lichtschein um uns rum, der ist automatisch generiert worden, den kann ich jetzt nicht beeinflussen. Ein bisschen spät, um nach Nevilles Kröte zu suchen, nicht wahr? 3 Strafpunkte, weil du dich nachts herumtreibst. Mist. Okay, ich muss da natürlich besser aufpassen. Ja. Also vor diesen schattenhaften Personen sollte man Abstand halten. Es ist halt schade, dass ich nicht weiß, wie man das Licht im Zauberstab ausmacht. Muss ich jetzt hier lang? Wahrscheinlich, ne? Ja, Ada. Ja, ich will nicht so schnell losrennen, wenn ich nicht genau weiß, wo jemand kommt. Und ich weiß, wie weit er läuft. Ich muss erstmal nachschauen, wie weit sich die Leute hier bewegen.
Hui. Darf ich da durch? Ich glaube nicht. Okay. Ach je. Okay. Wie komme ich da dran vorbei? Wenn der runterläuft, einfach nach oben? Ich habe ja gerade gar keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich schau mal. Ah, ich bin wohl da. Ja, das Problem ist aber, dass ich... Moment, ich bin doch jetzt hier im dritten Stock. Das sehe ich schon richtig. Augenblick. Nein, ich bin im siebten Stock. Ich muss in den dritten Stock. Das heißt, ich muss es irgendwie schaffen, hier jetzt heil runterzukommen, ohne entdeckt zu werden. Und habe keine Ahnung, wo es lang geht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, shit. Entschuldigung. Also, das Spiel will definitiv, dass ich hier unten diese Tür benutze. So weit war ich ja schon. Und schon wieder. Oh, ich krieg ständig hier Strafpunkte, weil ich nicht richtig aufpasse. Vor allem manchmal klappt es ganz gut und dann entdecken sie einen wieder richtig früh. Ich überlege halt gerade, ob es sinnvoller ist, hier mal nach unten abzubiegen. Ich weiß halt jetzt nicht genau, wo ich da jetzt rausgekommen bin. Da ist die Treppe. Ja, eigentlich muss ich nur da die Treppe runter. Aber an dem komme ich nicht vorbei, da habe ich keine Chance. Also muss ich einmal komplett außen rum und ja, okay, alles klar. Ja, habe ich verstanden. Schaut mir, wie weit er noch weg ist. Der ist noch nicht mal im Lichtschein drin. Das ist doch total unfair. Ich bin bald im Minus mit meinen Hauspunkten. Ich weiß auch nicht, warum ich immer die Regale durchsuche, wenn ich weiß, dass ich da sowieso nichts kriege. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es so konzipiert an der Stelle, dass man sehr früh entdeckt wird, weil man sonst vielleicht da durchglitschen könnte. Ich meine, im Prinzip stellt sich die Frage gar nicht, wo wir hin müssen, weil das Spiel so linear ist und man so wenig Möglichkeiten hat, da eigene Alternativen zu finden, dass man einfach immer dem längsten Weg folgen muss, wo es am wenigsten Widerstand gibt. Trotzdem ärgert mich das jetzt, dass ich schon so oft erwischt wurde. Und auch, das muss ich jetzt auch mal ein bisschen sagen, dass man hier gar keine Möglichkeit hat, zum Beispiel offiziell dazwischen zu speichern. Mit offiziell meine ich, dass ich mit meinem Emulator schon speichern könnte. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Lass mal kurz gucken, der läuft immer so. Also das mit dem Emulator, das, diese Option, die benutze ich nur... ein Problem, glaube ich. Das mit dem Emulator benutze ich nur am Ende einer Folge, um einen Spielstand wiederherzustellen, falls ich eine Spielpause mache. Da ist ein Flipendo-Schalter, okay. Ja, ich habe den Schalter benutzt, aber ich habe jetzt nicht gesehen, was er bewirkt hat. Jetzt müsste ich doch aber langsam mal... Ja, jetzt bin ich an der Treppe, okay. Immerhin. Ja,
das war jetzt klar, dass es hier auch wieder bewacht wird. Es ist halt dieser eine, keine Ahnung, Vertrauensschüler oder sowas, der mir da ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht hat. Gleich am Anfang. Und die anderen, die gehen eigentlich. Da kann man sogar relativ dicht dran. Ich muss jetzt gerade mal eben gucken. Ich muss jetzt tatsächlich durch die ganze Schule. Ach du liebe Zeit. Ohne, dass da ein Speicherpunkt dazwischen kommt. Ihr seid ja nicht ganz sauber. Moment. Ich bin jetzt gerade hier auf diesem Weg und muss... Oh Gott. Jetzt ernsthaft, oder? Und das soll ich jetzt machen, bis ich im dritten Stock bin. Was ist denn das große Schwarze da? Wahrscheinlich so ein Wasserspeier, der das Ganze auch nochmal bewacht. Ja. Wenn ich das jetzt echt machen darf, bis ich im dritten Stock bin, dann wird es eine verdammt lange Passage. Und eigentlich ist die Folge vorbei. Verdammt, jetzt bin ich hier, glaube ich, in der Sackgasse, oder? Ja, okay, ich sehe, wo ich bin, das ist aber nicht mehr weit. Komme ich da jetzt heil raus? Wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Jetzt mal ehrlich. Ich hätte da... An dem vorbeizukommen wird jetzt echt eine Leistung. Vor allem, ich möchte es ja jetzt nicht ausprobieren, aber... Was mich ja schon mal interessieren würde... Oh, scheiße, okay. Ich wusste jetzt nicht, dass der so dicht dran kommt. Muss ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen oder bin ich im sechsten Stock? Ich bin im sechsten Stock. Na immerhin, es wird bei jedem Stockwerk resettet. Oh, das wird aber eine zähe Angelegenheit. Das tut mir echt leid, aber... Ja, ich muss mich ja da auch erstmal mit anfreunden. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal das sechste Stockwerk anzugehen und mal schauen, ob wir es bis ins dritte schaffen. Ich habe da noch meine Zweifel. Aber lasst euch überraschen. Bis morgen. Tschüss.